Hallo Alina. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Du arbeitest in deinem Job als Gesundheits- und Krankenpflegerin ja aktuell vor allem auch mit Kindern zusammen. Ja? Da würde es mich ja brennend interessieren. Dazu gehören ja auch immer noch Eltern. Ja? Mhm. Erzähl doch mal, wie können Eltern ihr Kind während dieser Zeit, also während der Krankheit, vielleicht auch Krankenhausaufenthalt am besten unterstützen? Puh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ehrlich gesagt, weil es natürlich immer vom Kind abhängt, von seinem Alter und natürlich auch von der Erkrankung. Das ist eine ganz individuelle Sache. Aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Tipps, die wir den Eltern gerne mit auf den Weg geben. Es ist zum Beispiel eine sehr gute Idee, das Kind auf dem Aufenthalt im Krankenhaus vorzubereiten. Oh, ja, das klingt ja sehr schlüssig. Wie mache ich das denn am besten? Wir empfehlen immer, sich ganz in Ruhe mit dem Kind hinzusetzen und die ganze Sache zu erklären. Also, was ist ein Krankenhaus? Was passiert da? Warum muss ich da hin? Was erwartet mich dort? Und wie läuft da eigentlich alles ab? Ich finde, das ist ein guter Anfang und es hilft dabei, dem Kind ein paar Ängste zu nehmen. Ja, super. Und für kleine Kinder gibt es ja auch tolle Kinderbücher. Ja, also hier sowas, die dabei helfen können, zu erklären, was ein Krankenhaus ist und was da eigentlich so alles passiert. Zum Beispiel so ein Wimmelbuch. Das finde ich ja sogar echt gut. Nicht Wimmerbuch, Wimmelbuch. Ja? Ja, das ist schon wirklich toll. Also da erfährt, was im Kinderkrankenhaus da so abgeht. Da ist alles zu sehen. Notaufnahme, Mehrbettzimmer, OP-Bereich. Ich finde das wirklich klasse, muss ich sagen. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, um alles toll vorzubereiten und die Zeit im Krankenhaus zu erklären. Aber wenn es dann tatsächlich losgeht, also ins Krankenhaus, liegen die Nerven wahrscheinlich trotzdem blank. Da hilft dann nur noch da sein und ganz genau schauen, was das Kind gerade braucht. Ja. Das Wichtigste ist jetzt tatsächlich die emotionale Unterstützung. Ja, also das heißt, gerade wenn das Kind Angst hat und ja, logisch, ja, auch irgendwie weint. Aber am besten, du versuchst jetzt ein Ruhepol zu sein, ja, also der Anker, nicht auch noch mit Schwingen, ja. Sei einfach da, zeige Verständnis, oder? Ja, für die Gefühle deines Kindes und dass es total okay ist, traurig zu sein oder auch Angst zu haben. Das ist normal, haben wir ja auch. Bitte. So. Es gehört aber auch dazu, sich die Zeit zu nehmen und ganz genau zuzuhören. Ja? Also zum Beispiel, wenn dein Kind über seine oder ihre Sorgen spricht oder Fragen zur Erkrankung hat oder zu den Abläufen. Also zum Beispiel, was ist eigentlich hier los und was passiert als nächstes? Ich weiß, die richtigen Antworten darauf zu finden, das ist gar nicht so einfach. Ja? Vor allem, wenn dein Kind noch ganz klein ist oder nicht in der oder die Lage sogar sehr ernst ist. Ja, oft kann aber das Personal im Krankenhaus auch dabei helfen. Ne? Das macht ihr wirklich ganz, ganz toll, alles so zu erklären und auf das Kind auch richtig einzugehen. Ja, ich habe bei Kindern ja die Erfahrung gemacht, dass es hilft, medizinische Themen zu vereinfachen. Zum Beispiel, indem man Spielsachen zur Hilfe nimmt, um etwas zu erklären. Wie zum Beispiel so eine Figur, ein kleiner Ritter. Das könnten die Abwehrkräfte darstellen oder die Medizin, die dein Kind bekommt. Und dann kann man sagen, dass der Ritter gerade alles gibt, damit du schnell wieder gesund wirst. Das ist sehr schön. Ja. Zu medizinischen Themen und Erkrankungen gibt es übrigens auch tolle kindgerechte Bücher. Das heißt, bei der Kinderkrebsstiftung hat man zum Beispiel das kostenlose Buch Prinzessin Luzi und die Chemoritter entwickelt. Das erklärt ganz toll, was bei einer Krebserkrankung im Körper passiert. Und das gibt es auch noch in ähnlicher Form, zum Beispiel für Geschwisterkinder, auch ganz wichtig. Ja? Also für die Geschwister eines kranken Kindes. Das heißt dann bei der Kinderkrebsstiftung zum Beispiel Prinz Daniel und seine kranke Schwester Luzi. Total süß. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Erklärungen dem Alter, dem Kind entsprechend sind. Älteren Kindern und Jugendlichen kannst du natürlich ganz anders Bücher, Online-Quellen oder auch andere Videos zeigen. Am besten ist es, wenn ihr dann ganz in Ruhe zusammen die Dinge durchgeht und euch darüber austauscht natürlich. Ja, unbedingt, stimmt. Ja. Also das macht man am besten gemeinsam, auch um Ängste sofort aufzufangen. Ja? Dass man die eben sofort auffängt und dass sie sich gar nicht erst aufbauen. Mhm. Aber sag mal, welche Tipps hast du denn heute noch mitgebracht? Also so ganz, ganz grundsätzlich zum Beispiel, wie gestaltet man denn so einen Tag im Krankenhaus? Mhm. Also wir empfehlen immer, den Tagesablauf ähnlich zu gestalten wie zu Hause, damit sich das Kind daran orientieren kann. Überleg einfach mal zusammen, wie ihr den Tag zu Hause gestaltet. Was macht ihr morgens als erstes, als zweites, als drittes? Und dann schaut ihr, was ihr davon auch auf der Station umsetzen könnt. Das ist super. Ja. Das ist super. Und ich finde es ja auch immer gut, den Tag morgens einmal zusammen zu planen, ja, damit das Kind dann weiß, was steht denn da heute eigentlich auf dem Programm? Also welche Untersuchungen oder welche Behandlungen anstehen, aber auch welche schönen Dinge. Ja?
Besuch von Oma oder von einer Freundin oder vom Freund oder ihr plant zusammen zu basteln, ja, ein Buch zu lesen, einen Film zu schauen, also ein bisschen Highlights. Ne? Ja. Aber es geht natürlich auch nur, wenn das Kind fit genug ist und die Ärztinnen und Ärzte ihr Go geben, das ist ja klar. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Aber es ist, wie gesagt, wirklich wichtig, dass ihr das vorher einmal mit den Ärztinnen und Ärzten und dem Pflegepersonal besprecht. Gerade auch, wenn es um mitgebrachte Gegenstände und Spielzeug von zu Hause geht, wie zum Beispiel Kuscheltiere. Wenn sich dein Kind an spezielle Hygienemaßnahmen halten muss, ist das Mitbringen nämlich manchmal nicht erlaubt. Aber das kannst du, wie gesagt, ganz einfach vor Ort erfragen. So, fällt dir noch irgendwas ein? Aus eigener Erfahrung kann ich allen Eltern nur empfehlen, während dieser schweren Zeit auch hin und wieder mal an sich selbst zu denken und gut auf sich selber aufzupassen. Denn nur wenn du auch gut für dich selbst sorgst, kannst du auch für andere Menschen sorgen. Wenn du nämlich irgendwann zusammenbrichst, weil du zu erschöpft bist oder zu gestresst bist, dann kommst du an einen Punkt, da geht dann gar nichts mehr und damit ist ja auch keinem geholfen. Ja? Uns hat es damals geholfen, wenn wir ab und zu von einem Familienmitglied oder Freunden abgelöst wurden. Ja? Nur für 1-2 Stunden, indem wir mal kurz zum Beispiel raus an die Sonne konnten oder eine Runde um den Block gehen konnten. Zu Hause duschen, Kleinigkeiten oder in die Cafeteria oder ins Restaurant um die Ecke gehen. Das sind ganz kleine Auszeiten, die nur dir oder dir und deinem Partner oder deiner Partnerin gehören und die sind unglaublich wichtig. Das ist wertvolle Zeit, in der du deine Akkus wieder aufladen kannst und es ist wirklich okay, wenn du dir diese Momente gönnst. Dein Kind ist jetzt am wichtigsten, keine Frage, aber du zählst eben auch und je gefestigter du bist, desto mehr kannst du auch fürs Kind da sein. Da kann ich dir definitiv zustimmen. Selbstfürsorge ist super wichtig, damit die Eltern das auch durchstehen und damit sie der starke Ruhepol an der Seite des Kindes sein können. Ja. Das ist klar. Ja. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Und apropos an der Seite sein können. Wenn du als Elternteil gerade nicht bei deinem Kind sein kannst, dann sage immer verbindlich, wann du wieder da bist und wie lange du bleiben wirst. Ja, das ist auch wichtig. Also versuche dich möglichst genau an diese Zeiten zu halten, damit dein Kind sich darauf einstellen kann. Und natürlich auch, damit es nicht enttäuscht ist. Also da wirklich ehrlich sein und ehrlich planen, anstatt falsche Versprechungen zu machen. Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Oder hast du noch irgendwelche schnellen Tipps zum Abschluss? Logisch. Na, also, wenn ein Kind vor einem Krankenhausaufenthalt steht und du dich noch einmal rückversichern möchtest, dann kannst du sehr gern auch im TK-Ärztezentrum anrufen. Die Kolleginnen und Kollegen wissen ganz genau, worauf du achten solltest und können dir auch nochmal alle offenen Fragen beantworten, die du auf dem Herzen hast. Also einfach mal auf www.tk.de vorbeischauen und TK-Ärztezentrum ins Suchfeld eingeben, dann kommst du direkt zur Telefonnummer. Genau. Und für dich und dein Kind natürlich alles Gute. Na und vor allem gute Besserung. Oh ja.